Jungs, Soboy hier. So, gestern war ein harter Tag, heute der zweite Tag. Heute laufe ich von Neverges nach Nordrad, wahrscheinlich auch noch die vierte Etappe. Schauen wir mal. Heute erwarten mich auf jeden Fall einige Steigungen, laut Flyer. Wir werden sehen. Ach ja, na gut. Dann gehen wir mal los. Und wenn ihr Lust habt, kommt ein Stück mit. Was ich richtig schön finde bis jetzt ist, dass selbst wenn man so Feldern entlang geht, dass das alles so kleine Pfade sind an den Feldern selber und nicht so Wanderautobahnen, diese Waldwege und Forstwege. Das ist bisher super gelöst. Und wenn das so weitergeht, ist das echt ein guter Wanderweg. Aber meine bessere Hälfte habe ich gestern mit Pferdesalbe aufgepackt. So. Hab den alten Klepper mal aufgepackt. Wirkt. Ziemlich wieder fit. Zum Wandern gekommen. Ja, wie bei wahrscheinlich so einigen, im Fernsehen mal eine Dokumentation gesehen über den Appalachian Trail und den PCT und das hat mich irgendwie fasziniert und das ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja, und wie das so ist, man googelt, man beschäftigt sich mit dem Thema und urplötzlich steckt man mittendrin. Gut, schön in Düsseldorf im Harper Wald, meine erste Tour gegangen, morgens um 4 und sofort Feuer und Flamme. Mein Gott, ich war 20 Jahre nicht mehr im Wald und dann vergisst du einiges, wie schön das eigentlich ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Ausrüstung zusammengekauft, die nicht billig war, vor allem nicht, wenn man Ultralight-Tracking machen will. Aber ich glaube, ich werde dazu auch nochmal eine Review machen. Ja, und so geht's los und jetzt bin ich auf meinem ersten Fernwanderweg. So kann's gehen. Before I became a man. So, der Trail geht jetzt hier schön lang an den Kühen vorbei und da oben sehe ich eine Bank. Ich glaube, da werde ich mal ein Päuschen machen. Ein schönes Plätzchen hier. Guckt euch das an. Ach, schade, dass Hiking Machine nicht hier ist. Ach, toll. Ja, das ist mit das Beste, was man mitnehmen kann. Summer Rest Bucket. Guckt euch mal die Scheiße an hier.
da. Ein paar Walnüsse. Und ich muss jetzt mal Produktwerbung machen. Ich stehe auf Cliff Bars. Das kriege ich mal in Deutschland leider nicht so oft. Leute, Cliff Bars. Aber machen Sie sich. Ja, liebe Jungs, hier in Nordrad, unspektakulär an so einer Straße, an so einer Ömmlingen Bushaltestelle, endet hier die dritte Etappe. Also hier möchte ich nicht mit dem Bus wegfahren oder hinkommen müssen. Gut, dass ich die übersprungen habe hier. Ja, ich gehe jetzt nochmal 11 Kilometer nach Nierenhof. Oh, so sieht das aus. Wir wollen schon mal los, ne? Boah, Leute, das ist jetzt die härteste Steigung. Ich weiß, ihr könnt das auf dem Video nicht sehen, aber das geht hier fast senkrecht nach oben. Wahnsinn. Also wenn ihr mich jetzt ordentlich schnaufen hört. Boah. Ja, das ist schon eine Steigung hier. Das ist wirklich... Das ist jetzt die härteste Steigung. Boah. Wahnsinn. Sich was einfallen lassen, auf jeden Fall. Wenn das jetzt so bis zum Ende der Etappe weitergeht, boah, dann bin ich platt. Wenn das jetzt die letzten 10 Kilometer so weitergeht, dann kann ich einpacken. Jetzt kommen hier diese obskuren Treppen. Die sind jetzt litschefeucht. Also gehe ich lieber daneben.
jetzt erstmal stärken. Natürlich. Viel Spaß. Wieder weiter. Die Dinger sehen aus, als hätte das irgendein verrückter Alchemist zusammengebraut in irgendeinem Hinterhof in Amerika. Ist wahrscheinlich auch so. Guck dir das mal an. Aber die geben die ordentlich hinter am Füller. Die Bars. Wirklich. Geil. Eben habe ich noch 3-4 nette Wanderer getroffen. Die erzählten mir auch, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch, die erzählten von dem Hochröner Wanderweg. Der muss wohl der beste sein, sagen sie. Ah ja, gut, das werden wir mal überprüfen. Ah ja, aber schön. Im Wald grüßt man sich, man kommt direkt mit Leuten ein bisschen in Verzell. Ne? Kaum kommst du in die Stadt rein, zack, alles anonym. Keiner, das fällt auf. Also mir ist das vorher nie so bewusst gewesen, aber im Wald grüßt sich grundsätzlich jeder. Fast jeden. Wenn mir nackt entgegenkäme, ich weiß nicht. Obwohl nackt wandern soll eine große Nummer sein. Da, schätze ich mal, 2 oder 3 Kilometer. Schöner Weg bis jetzt. Auch diese Etappe. So. Merkt euch eins, Kinders. Wenn ihr unten an der Straße seid und der hat schon so einen Namen wie Raffenberg, ist das kein gutes Zeichen. Boah. Von wegen. Mal eben so ein bisschen, ein paar Kilometer noch, ne? Wie gestern, geht noch mal richtig ab zum Schluss. So, letzte Pause. Selbstgemachtes Beef Jerky. So. Fazit zum zweiten Tag. Etappe 3 und 4 sind durch. Sind fertig. Ich auch. Aber bis jetzt läuft alles nach Plan. Schöne Strecken. Tja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Oder auch nicht. Da guckt es, glaube ich, eh keiner an. Naja, ich würde sagen, bis morgen. Ne? So bei euch.